Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante Banera. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Die Oberfläche ist die Außenseite von allem. Form und Inhalt, das ist die Form. Die Form ist wertlos. Die Form kann das Gegenteil vom Inhalt sein. In der Regel, schau, wir leben heute in einer Welt, in der unglaublich auf die Form geachtet wird, in allem. Auf die richtige Sprache, auf alles, auf die richtige Anschauung, auf das richtige Essen, auf das richtige Fortbewegungsmittel, auf die richtige Heizung, auf das Richtige da, auf das Richtige dort, auf das Richtige da. Und wenn man denkt, wenn all das passt, dann sind das gute Menschen. So, Schwachsinn. Sagt nicht das Geringste über einen Menschen aus. Sagt etwas über angepasstes Verhalten aus, aber nicht über das mit den Menschen an sich. Die Oberfläche sagt nichts drüber aus, wie ein Mensch ist. Dann, das würde heißen, Mensch, bei der eine scheinbare Oberfläche hat, die in Ordnung ist, das kann kein schlechter Mensch sein. Naja, weiter kann man nicht greifen ins Verkehrte. Das heißt nicht, dass ein Mensch, bei der Struktur hat, dass das ein schlechter Mensch ist. Das meine ich damit nicht. Nein. Aber der typische Hochstapler hat eine gute Struktur für die meisten Menschen, nicht für einen, der es erkennt. Weil er gaukelt ihnen das vor, was sie für in Ordnung halten. Oberfläche kannst du vorgaukeln. Dieses alte Wort Gaukler ist ein sehr gutes Wort, ist aus der Mode gekommen, aber deckt etwas ab, was man sonst schwierig in der Sprache abdecken kann. Es gibt Menschen, die etwas wirklich sind, und es gibt Gaukler. Und die meisten sind Gaukler. Und es wirklich sein heißt nicht, dass man formhafte Kriterien erfüllt. Nein, dass die entsprechende Wirkung von dir ausgeht. Nicht ein Zeugnis macht dich zum Arzt. Natürlich bist du dann Arzt. Sondern dass du Menschen gesünder machen kannst. Das macht dich zum Arzt. Mit dem, was du gelernt hast. Wenn du Arzt nur bist, weil du das einzige Sinn für den Arzt sind, dass du Geld verdienst, dann gaukelst du Arztsein vor. Weil eigentlich machst du ja was anderes. Das heißt nicht, dass du nicht gut Geld verdienen darfst. Das ist damit nicht gesagt. Und das gilt für alles. Wenn du etwas für etwas anderes machst, als du vorgibst, dass du es tust, dann bist du ein Gaukler. Natürlich sollst du mit dem, was du machen kannst, sollst du von den Lebenswechseln gut betreiben können. Das ist ja nicht die Frage. Aber machst du es aus anderen Gründen, als du vorgibst, bist du ein Gaukler. Und die meisten Menschen sind Gaukler. In jedem Bereich. Sie denken, sie sagen, sie sind religiös. Wo sind sie denn religiös? Wie viele Leute kennst du? Unabhängig davon, ich werte nicht, welche Religion sie haben, dass sie ihre eigene Religion ernsthaft leben. Damit meine ich nicht ideologisch leben, weil ein Selbstmordattentäter lebt seine Religion nicht ernsthaft, sondern er ist ein politisch Radikaler. Aber wie viele Katholiken kennst du, die ihren Katholizismus wirklich ernst nehmen, sodass sie ihn wirklich leben? Wie viele Muslime kennst du? Gibt es wahrscheinlich ein paar mehr, aber auch nicht. Wie viele Protestanten kennst du? Wie viele Buddhisten kennst du? Nicht der Form nach. All diese Form auf eine rote Robe macht dich nicht zum Mönch. Eine orange Robe. Und ein Lächeln im Gesicht. Wenn du damit herumrennst und denkst, das macht dich zum Buddhisten, zum Superbuddhisten, dann hast du ein Problem. Wie viele Menschen leben wirklich das ernsthaft, was sie behaupten, dass sie sind? Oder was sie glauben. Oder sie zimmern sich irgendein Gebäude zurecht, das genau so, wie sie sind, zu dem macht, dass eh alles passt. Das ist ja so auch wieder eine moderne Anschauung. Es passt ja schon alles, wie es ist. Na ja, dann Dankeschön. Wenn jeder Mensch so passt, wie er ist.
Und wenn dich irgendetwas da in dieser Welt darauf hinweist, dass es vielleicht doch nicht so ist, dann ist ja, bist ja schon ein großes Problem. Oberfläche hat mit Form und Inhalt zu tun. Ja. Und der Inhalt ist immer der Hintergrund, die Absicht einer Handlung. Das, was darunter verborgen ist, das Wirkliche. Form und Inhalt können übereinstimmen, müssen nicht übereinstimmen. Oberfläche und der Inhalt müssen nicht, das können, aber sie müssen nicht. In der Regel tun sie es auch nicht. Wenn du ein Paket hast, kann das, was drinnen ist, die Form des Paketes haben, ganz klar. In der Regel aber nicht.